Hallo, heute befinde ich mich hier in Österreich, oberhalb vom Walchsee. Und ja, zeige dir mal, was wir hier sehen. Ich befinde mich hier an einer Stelle, wo früher die alte Jöchelalm war. Die alte Jöchelalm ist leider durch eine Lawine zerstört worden vor ein paar Jahren. Und ja, das zeige ich dir mal hier. Wir haben aber nicht nur hier die alte Jöchelalm, sondern auch die neue Jöchelalm, die befindet sich dort hinten. Dort zoome ich einmal ran. Da ist sie jetzt an einer lawinensicheren Stelle. Und wenn man hier besondere Aussicht haben möchte, dort oben, dort geht es auf den berühmten Heuberg, Heuberg am Walchsee. Ja, hier die Hütte, die steht noch. Das ist die Hütte für die Lastenseilbahn. Hier gibt es immer noch das Seil, wo man rauf und runter Lasten transportieren kann zur, ja, hoch hier zur Jöchelalm und runter in das Tal. Man hat hier eine ganz fantastische Aussicht. Heute ist es leider ein bisschen dunstig und diesig, aber trotzdem die Sicht hier runter ist fantastisch in das Tal. Und ja, jetzt zeige ich dir mal die alte Jöchelalm. Hier liegt sie. Und von dort oben kam die Lawine herunter. Dort oben, das ist übrigens der zahme Kaiser. Wir befinden uns hier im Kaisergebirge. Und das ist der zahme Kaiser hinten, die Steilwand. Das zeige ich dir gleich noch mal ein bisschen genauer. Ja, hier vorne ist das kleine Badezimmer. Badewanne gab es auch. Nein, das ist natürlich eine Dusche. Badewanne gibt es vermutlich nicht. Ja, hier noch der einzige Raum, der einigermaßen steht, mit Fenster. Ja, und was natürlich hier auch beeindruckend ist, ist hinten diese große Steilwand am zahmen Kaiser. Da zoome ich auch einen noch mal ran, zoome ich noch mal ran. Wir haben jetzt Mitte Juli, hier auf ca. 1300 Höhenmeter befinde ich mich. Und ja, du siehst doch noch einige Altschneefelder dort am Fuße der Steilwand. Ja, mit einem Blick nochmal auf diese beeindruckende Wand hier am zahmen Kaiser und in das Tal verabschiede ich mich heute hier aus Österreich.